In Griechenland ging es ja darum, dass auf keinen Fall ein Bankrott von Griechenland eintreten durfte. Darum ging es ja. Und jetzt gibt es halt bei den griechischen Anleihen zwei verschiedene Systeme. Es gibt einmal Anleihen nach internationalem, meist englischem Recht, und es gibt Anleihen nach griechischem Recht. Der Unterschied ist der, dass bei diesem griechischen Recht kann der Staat letzten Endes bestimmen, ihr kriegt nicht mehr für 10.000 Euro 10.000 Euro wieder, sondern nur noch 4.000. Das ist ja auch so passiert. Und nach englischem Recht ist es so, dass es eine Gläubigerversammlung geben muss. Und die beschließt darüber, ob dieser Vergleich angenommen wird oder nicht. Das heißt, wenn ich jetzt als Hedgefonds hergehe und kaufe von einer 100-Millionen-Anleihe 75 Millionen zum Beispiel, dann habe ich eine qualifizierte Mehrheit für die Abstimmung. Und dann kann ich den Griechen sagen, wisst ihr was? Entweder ihr gebt uns die Kohle oder wir lassen das Ding hops gehen und dann seid ihr technisch im Bankrott. Aber so operieren die. Also die versuchen letzten Endes dir so viel Ärger zu machen. Die versuchen mit allen Mitteln ihre Rechtsansprüche durchzusetzen, bis du irgendwann sagst, weißt du, wegen Scheiß 20 Millionen, diese Zecke im Pelz, ja. Und dann zahlt man. Und dann haben die gewonnen. Das ist ein Geschäftsmodell gewesen mit den Griechenanleihen. Es gab gezielte Aufkäufe in diesen Anleihen nach internationalem Recht. Da musst du halt gucken, da gibt's halt eine Liste mit, sag mal, ich habe keine Ahnung, wie viele Anleihen die Griechen draußen haben. 500, 700.000, keine Ahnung. Aber da kannst du halt über eine Datenbank raussuchen, welche sind nach englischem Recht und welche sind nach griechischem Recht. Griechischem Recht schmeißt du weg, so. Dann hast du vielleicht 50 oder 70 oder 100 nach englischem Recht. Und dann gehst du her und guckst und sagst, wie viel Geld habe ich? Wie stehen die? Ja, du brauchst ja, wenn du jetzt überlegst, wenn die Dinger bei sagen wir mal, 30% stehen, ja, statt 100. Und du willst von 100 Millionen 75 Millionen kaufen, also die Stimmen, du brauchst ja 75% der Stimmrechte. Ja, dann hast du nur noch von 30 Millionen 75%, das heißt, du kaufst für 28 Millionen deine Stimmrechte für eine 100-Millionen-Anleihe. Das ist dann letzten Endes auch dein Gewinn. Also du zahlst 28 Millionen, zwingst den Staat 100 Millionen auszuzahlen. Das lohnt schon mal. Ja. So macht man das. Das war ein ganz normales, ganz normales Geschäftsmodell. Das hat nicht nur eine Firma gemacht. Ja. Geldsummen unterwegs, mit denen man wirklich inzwischen auch Länder angreifen kann. Man fängt halt mit dem kleinsten Land an, Griechenland. Und da sieht man dann halt, wie die Einheit EU reagiert. Und man schafft ein gewisses, wie soll ich sagen, man knackst das Eis ein bisschen an sozusagen. Und dann nimmt man sich das nächstgrößere Land, in dem Fall Portugal. Und dann kriegt das Eis schon wieder mehr Risse. Es gibt ja Leute, die Interesse daran haben, dass der Euro zerbricht. Ein gigantisches Gewinnpotenzial, was da drin steckt. Ja? Da gibt es auch sicherlich Leute, die ein politisches Interesse daran haben, dass der Euro zerbricht. Das würde man so machen, dass man im Prinzip die, ja, mir fällt jetzt ein schlechtes Beispiel ein, aber wie gesagt, dass man sich die schwächste Stelle sucht, da anknackst und dann quasi das Ganze nach außen aufbricht. Ich war jetzt gerade in Spanien. Das ist schon echt bitter. Echt bitter. Die Leute sind wirklich verzweifelt. Man sieht, wie das Angebot im Supermarkt zurückgeht und dass bestimmte Sachen nicht mehr passieren. Also wenn man zum Beispiel irgendwie eine bestimmte Menge an Baumaterial bestellt, seien es Fliesen oder irgendwelche Mauersteine oder sowas, die werden nicht mehr geliefert, weil einfach von A nach B fährt kein Lastwagen für eine kleine Kiste Fliesen und mehr wird dann nicht bestellt. Das klingt jetzt alles komisch, aber das ist wirklich ein langsames Zerbröseln der gesamten gesellschaftlichen Infrastruktur. Weil keine Kaufkraft mehr da ist. Wenn keine Kaufkraft mehr da ist, wird nicht mehr gehandelt. Wenn nicht mehr gehandelt wird, findet weniger Verkehr statt. Das ist wie so ein Domino, diese Dominosteine, die umfallen. Und wenn man da regelmäßig hinfährt, was ich tue, dann merkt man einfach jedes Mal so ein bisschen mehr, wie das Land zerbröselt. Und die Leute sich versuchen, irgendwelche Subsistenzexistenzen aufzubauen. Und da, wo sie früher Blümchen im Garten hatten, da sind plötzlich irgendwelche Kartoffeln oder sowas. Das ist schon merkspürbar.
bei den Staaten muss man genau sehen, wo hat eigentlich dieses Verschuldungsproblem seinen Ursprung? Die gesamte Immobilienkrise, die eigentlich Spanien in den Abgrund gerissen hat, über das Bankensystem multipliziert, also verstärkt, ist ja eine Krise der Verschuldung der privaten Haushalte. Das ist ja keine Krise der Verschuldung der Staatshaushalte. Was Ähnliches steht uns jetzt in Holland bevor, wo eine ähnliche Situation ist, über die allerdings keiner gerne spricht. Das muss man sich mal vorstellen. Holland hat, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, 120% des Bruttosozialprodukts als Verschuldung im Immobiliensektor. Nur Immobilien, das ist Privatverschuldung. Also die Staatsverschuldung, die interessiert eigentlich gar keinen. Weil alleine die Privatverschuldung überschreitet schon die Grenze, die man normalerweise für Staatsschulden als angemessen ansieht. Wenn plötzlich 30% der niederländischen Bevölkerung ihre Schulden nicht mehr bezahlen können auf ihre Häuser, halte ich das für sehr unwahrscheinlich, dass der Gerichtsvollzieher kommt und setzt die auf die Straße. Also da wird dann irgendwie eine Lösung gefunden werden, so wie man in Spanien jetzt anfängt, mit diesen Zwangsräumungen zurückzugehen und aufzupassen, dass das nicht ausufert, weil das einfach linke Tasche, rechte Tasche ist. Du hast die Leute direkt quasi in den Sozialkassen. Da kann ja auch keiner Interesse dran haben. Was muss man erwarten als nächstes? Frankreich. Frankreich. Das ist einfach wirtschaftlich ein wirkliches Problem, was die da haben. Die Strukturreformen, die nötig sind, werden nicht angegangen. Stattdessen macht man, ich bin jetzt kein Feind von Steuern, aber man macht da eine völlig wilde Steuerpolitik. Also ich glaube, Frankreich wird zu einem Problem. Und dann? Aber es ist einfach, dann ist vorbei, dann ist raus. Dann Game Over. Deswegen versucht man ja so verzweifelt bei Spanien und Italien Flöcke einzuziehen. Das ist ja eine Kette, die sich ergeben hat. Ne? Über Griechenland, Portugal, Spanien, Italien, das ist immer das nächstgrößere Land, dann Frankreich. Das ist, wenn Frankreich in so eine Situation kommt, dann sind das Beträge, die EZB, die kann keiner mehr schultern hier. Das kann man knicken. Da muss man sich was einfallen lassen. Das fliegt uns irgendwann um die Ohren. Und entweder fliegt es uns finanztechnisch um die Ohren oder gesellschaftspolitisch um die Ohren. Aber dass das ein gutes Ende kriegt, das glaube ich keine Sekunde.